Moinsen, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zum Waffenkrieger Koloss Guide. Ja, ich habe einiges für euch vorbereitet. Wir werden erst einmal die Werte besprechen, danach die Talente, danach die Rotation. Ja, das hier ist ein Mythisch Plus, ein Raid Guide und ein Tiefen Guide. Schaut euch unbedingt alle Guides an. Es kann durchaus sein, dass ihr die Raid-Rotation mal in den Tiefen spielen wollt, wenn ihr mehr Single-Target, mehr 1-Schaden haben wollt, oder halt die Mythisch-Plus-Rotation mal im Raid, wenn ihr wirklich mehrfach Schaden fahren müsst, dann ist natürlich die Mythisch-Plus-Rotation Wahnsinn. Wenn ich hier von Mythisch-Plus rede, rede ich auch gleichzeitig von den Tiefen, denn die Mythisch-Plus-Rotation benutzt ihr auch so in den Tiefen und die Talente auch, ja? Kommt erstmal die Werte. Unser Hauptwert Crit, danach kommt Tempo, danach Meisterschaft und dann Vielseitigkeit. Ihr könnt auch Crit, Tempo, Vielseitigkeit, Meisterschaft spielen. Ja? Allerdings, Werte sind immer subjektiv. Ich empfehle das anders. Gut, Leute, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal hier uns den Mythic Plus Guide zuerst vor. Ja? Ihr seht schon, wir haben hier eine Menge AOE-Talente, die wir hier mitnehmen. Und dann besprechen wir die mal. Also, hier auf der linken Seite haben wir den standardgemäßen linken Talentbaum mit dabei. Wir haben Sturmblitz für den Mikro-CC, wir haben Schockwelle auch für den Mikro-CC in Kombination mit Beben der Erde extremst stark, denn wir werden in Mythisch Plus oder in den Tiefen meistens mehr als drei Ziele treffen. Ja, das heißt, 15 Sekunden Abklingzeitverringerung hier. Wir haben hier den Erderschütterer. Da haben wir nochmal zusätzlich 5 Sekunden Abklingzeitverringerung. Das sind schon mal 20 und die Gegner werden in die Luft geschleudert. Das heißt, wir haben jetzt hier insgesamt 35 Sekunden Abklingzeit roh Baseline und wir können die nochmal um 15 Sekunden reduzieren. 20 Sekunden Abklingzeit auf Schockwelle, Leute. Richtig krass. Und selbst wenn die Gegner stun-immun sind, ihr werft die Gegner in die Luft. Das ist richtig übel. Das heißt, so viel Micro-CC, wie ihr mit dem Waffenkrieger Koloss habt, ist verrückt, Leute. Absolut verrückt. Richtig geil. Echt jetzt. Nur mal so nebenbei hier erwähnt. Wir haben natürlich den heldenhaften Sprung mit dabei. Bevorstehen der Sieg, etwas Utility und etwas Sustain. Zauberreflexion. Erstmal der Magieschaden wird um 20% reduziert. Und zusätzlich, ja, das bedarf allerdings einiges an Erfahrung. Ihr könnt gewisse Gegner und Bosse von den Tanks abspotten, während die zum Beispiel oder kurz bevor die den Zauber casten. Und dann wird der Zauber auf euch gecastet und ihr reflektiert den und werft den zurück und verursacht dadurch eine Menge Damage. Ja, das ist allerdings etwas für etwas fortgeschrittenere Krieger. Ich habe einen Anfängerguide hochgeladen, beziehungsweise oder ich lade ihn hoch auf meinem Kanal. Ja, ich würde mich da freuen, wenn ihr da auch reinschaut. Falls ihr komplett wirklich alles bis ins Detail wissen wollt, würde ich den euch empfehlen. Ich werde jetzt hier über die Talente nur grob rübergehen. Alles andere erfahrt ihr dann im Anfängerguide. Gut, Leute, wir haben mit dabei Barbarentraining und seismischer Nachhall, ne? Spalten ist halt nur ist nochmal zusätzliches Mal aus mit 30% Effektivität. Wollen wir natürlich mitnehmen, ja? Wir sind hier unten auf den Avatar gegangen. Donnerndes Gebrüll, donnernde Worte und Aufruhr nehmen wir mit. Auf der rechten Seite haben wir einen AOE-Build gebaut. Wir nehmen den Schildspalter mit. Schildspalter in Kombination mit weitreichende Stöße, kolossale Schmettern und Spalten. Ist schon krass. Ist sehr, sehr stark. Wir haben mit dabei Aggressionsmanagement, stumpfe Gewalt und dem Tode geweiht. Zudem haben wir hier die Schreckenshiebe mitgenommen. Wir sind hier auf den Klingensturm gegangen. Gnadenloser Angriff und außer Kontrolle. Gnadenloser Knochenmaler. Präzision des Scharfrichters, geschärfte Klingen. Zusätzlich haben wir hier natürlich klar das Spalten mit dabei und sind dann hier auf Kollateralschaden gegangen, von der Skillung her. Der Koloss. Ja, wie gesagt, ich werde euch den Koloss grob erklären. Verursacht eine Menge Schaden. Fertig, könnte man es jetzt sagen. Aber lass mich noch ein bisschen ausführlicher erklären. Und zwar das Demolieren. Ne? Ihr verursacht mehrere Schläge, mit denen ihr sehr viel Schaden verursacht. Und am Ende des Castes ist es so, dass ihr einen riesengroßen Schlag macht, der sehr viel Schaden macht. Vor allem Demolieren macht auch eine Menge AOE-Schaden. Lasst mich das euch sagen, Leute. Ja? Wir können mit dem Demolieren Stacks generieren. Ne? Bis zu 10 Stück. Und es ist halt so, verschiedene Angriffe
stacken das Demolieren hoch. Unter anderem mit dem Klingsturm bekommt ihr auch sehr, sehr viele Stacks. Und dadurch erhöht ihr das den Schaden von Demolieren. Und ihr generiert halt dementsprechend eine kolossale Macht. Ja? Und ihr könnt das Demolieren gut 100% stärker machen. Ja, bis zu 10 Stapel. Wenn wir 10 Stapel erreicht haben, die 100% zusätzlichen Schaden, dann ist es so, wenn wir dann den 11. Stapel theoretisch dazu generieren würden, bekommen wir den nicht. Anstattdessen bekommen wir 2 Sekunden Abklingzeitverringerung auf das Demolieren, wenn Demolieren sich in der Abklingzeit befindet. Deswegen rate ich euch, wartet nicht erst, bis es hochgesteckt ist, das Demolieren, sondern haut das einfach so raus. Ja, knallt das Demolieren da einfach so raus. Gut, Leute, ne, wir haben mitgenommen Lebenskraft des Veteranen. Erderschütterer habe ich euch erklärt. Wir haben einer gegen viele mitgenommen. Ne, Schockwelle, Spalten und Wirbelwindverursachung. Pro getroffenen Ziel bis zu 15,5% mehr Schaden. Also Baseline kann man gut sagen, 25% mehr Schaden hier. Und hier nochmal Spalten, 15% mehr Schaden. Das sind schon mal insgesamt auf dem Spalten, ne? 40% mehr Schaden, die halt hier mit dem seismischen Nachhall 30% Schaden, ja, das sind dann 70% Schaden, nur dass das eine Spalten halt nochmal praktisch ein zweites Mal getriggert wird. Aber man kann einfach sagen, das sind nochmal 30% Schaden obendrauf. Das ist dann einfacher. Ja? Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir über in die Rotation. Ich zeige euch mal jetzt hier oben was hier. Seht ihr hier den Schlachthof? Von rechts nach links wird meine Rotation durchlaufen. Ich werde jetzt nur einen einzigen Knopf drücken, die perfekte Rotation fahren. Seid gespannt, Leute. Der Waffenkrieger macht echt eine Menge Damage. So, auf geht's. Die weitreichenden Stöße kommen. Kolossale Schmettern, Spalten, ganz wichtig. Klingensturm, Demolieren, hat schon ein paar Stacks. Ne? Ihr seht das hier oben, 5. Ne? Jetzt haben wir 7. Haben wir 8, jetzt können wir es demolieren. 8 Stacks, boom. Also echt krass. Ja, und jetzt stacken wir auch schon wieder hoch. Ne? Ich habe schon wieder 1 Stack. Und ihr seht, ist eine Menge Damage, was hierbei rumkommt. Ne? Und das Spalten, Leute, das knallt richtig, richtig rein. Ja, ein Knopf, die perfekte Rotation und einfach wahnsinnigen Damage gemacht. Richtig, richtig krass, habt ihr das gesehen? Der Waffenkrieger ist einfach verrückt. Ich möchte euch die Schockwelle nochmal zeigen. So, passt auf. Hier steht drauf. 35 Sekunden Abklingzeit. Zack, 20 Sekunden nur. Und wir schleudern die Gegner in die Luft. Die Schockwelle ist einfach. Die Schock. Alleine das hier. Alleine die Schockwelle. Lohnt sich, das einen Waffenkrieger mitzunehmen in der Mythisch Plus oder in den Tiefen oder sonstiges. Das ist so extremst viel CC, den ihr da mitnimmt. Das ist einfach ein Wahnsinn. Ehrlich jetzt. Ich habe für euch eine Rotation vorbereitet. Wenn wir zum Beispiel Avatar und Linksturm nicht bereit haben, ne, passt auf. Charge rein. Ja, zack. Und dann geht's los. Erstmal natürlich verteilen. Jetzt können wir es demolieren. Schildspalter. Und ihr seht, auch hier selbst ohne Avatar oder Klingsturm, das ist eine Menge Damage, was wir hier fahren. Ja. So, und dann machen wir es jetzt mal hier so. Ich weiß nicht, vielleicht hört ihr das, ja? Ne? Aber hier, ein kleiner Sack. Ich habe hier ein kleines Baby. Ne? Der kleine Sack hier, der hat gerade was getrunken und der furzt hier die ganze Zeit rum. Der knallert sich richtig einen ab und dann freut er sich und lacht er auch noch dabei, ja? Steht dann hier, bleibt schön bei Papa, ne? Lernt schon mal was. So, auf geht's. Dann machen wir jetzt hier eine Mythisch Plus Single-Target-Rotation. Auch hier werde ich wieder nur einen Knopf drücken. Ich habe jetzt hier 50 Wut. Kann sein, dass ich ein bisschen overcappe jetzt, dadurch, dass ich jetzt mit mehr Wut in den Kampf reinstarte. Und ich drücke auch hier wieder nur einen Knopf. Fahre die perfekte Rotation für Mythisch Plus und den Tiefen. Und auf geht's. Nur ganz entspannt hier. Tödlicher Stoß, Klingensturm. Ja, jetzt machen wir gleich wieder den nächsten tödlichen Stoß. Das Demolieren ist schon auf 6. Ne, auf 6 hoch. Zack. Und ihr seht hier, ist eine Menge Damage, die hierbei rumkommt. Ja, es kann natürlich auch mal sein, dass das Demolieren schon mal vorher sehr, sehr hoch geht. Jetzt erneuern wir unser Verwunden. Kann sein, dass das Demolieren natürlich vorher hoch geht. Ja, dass ihr nicht mit 6 Stacks dann Demolieren benutzt, sondern dass ihr vielleicht Proc-Glück habt und da dann auch schon mal 10 Stacks habt. Ja, deswegen, es lohnt sich, das Demolieren relativ früh rauszuhauen. Gut, Leute, dann würde ich sagen,
Ich habe auch für euch eine Mythisch Plus Single-Tage-Rotation vorbereitet, wenn wir die großen Cooldowns hier nicht bereit haben, wie Avatar und Linksturm. Ja, hier oben läuft ja die Rotation durch, ihr wisst Bescheid. Ich werde jetzt hier mit 70 Wut reingehen, wenn ich das anstürme, werde ich 100 Wut haben. Da werde ich dann komplett geovercapped sein, aber ich will es jetzt nicht abbauen. Ja, das, ihr wisst ja Bescheid. Normalerweise starten wir hier rein mit 0 Wut. Ja, na kommt, wir machen das jetzt so. Stimulieren kommt. Zack. Und jetzt achtet auf den Cooldown von Demolieren. Ne, wenn wir jetzt dann weiterkämpfen und weiter hier hochstacken, dann wird der Cooldown auch dementsprechend dann reduziert. Ja? Also auch eine sehr, sehr geile Rotation und sehr viel Schaden. Dafür, dass wir die großen Cooldowns nicht bereit haben. Ja? Wenn ihr die Makros haben wollt, die Makros, die Links dazu, die findet ihr in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Schnappt euch die Makros. Der Demolieren-Waffenkrieger ist einfach nur verrückt aufgrund alleine die Schockwelle. Alleine die Schockwelle. Manchmal, Leute, sage ich es euch, ja, obwohl das hier bei dem Waffenkrieger, der macht echt krassen Schaden, vor allem halt auch mit dem Demolieren, ist Wahnsinn. Aber selbst wenn der Waffenkrieger jetzt nicht so einen Schaden fahren würde, wie er jetzt hier aktuell vor allem mit dem Makros fährt, dann ist es halt einfach so, diese Schockwelle alle 20 Sekunden. Und es geht nicht um die Betäubung, es geht darum, dass ihr die Gegner, die Gruppen in die Luft werft. Leute, es geht darum, ihr werft die Gegner in die Luft, das ist fantastisch. Alleine deswegen ist der Waffenkrieger einfach verrückt. Richtig, richtig genial. Ihr bringt so viel Utility mit. Nur wegen diesem einen Ding. Ist verrückt. Wahnsinn. Dass eine einzige Fähigkeit in Kombination mit dem richtigen Talent alles verursachen kann. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt über in den Raid Guide. Ja, hier im Raid Guide seht ihr, hat sich ein bisschen was geändert. Wir haben jetzt keinen Spalten mehr mitgenommen, also brauchen wir auch hier den seismischen Nachhall nicht mehr. Wir brauchen den Sturmblitz im Single Target, brauchen wir nicht. Warum steht da 29 Sekunden Abklingzeit? Normalerweise hat er 30 Sekunden. Ja, aber gut. Wir haben hier unten donnerndes Gebrüll mitgenommen, donnernde Worte, Aufruhr, den Avatar haben wir natürlich mit. Und ja, wir sind jetzt etwas weg von der Utility und sind mehr hin in Sustain gebaut. Überleben. Ja, wir haben hier auf der rechten Seite einen klassischen Single-Target-Bild, einen klassischen Einzelziel-Bild. Präzision des Scharfsrichters natürlich wieder, geschärfte Klingen. Dampfwalze nehmen wir mit. Und sonst sind wir hier komplett auf Single-Target. Wir haben hier starker Waffenarm mitgenommen. Natürlich auch wieder den Klingsturm außer Kontrolle. Den Schildspalter nehmen wir auch hier mit. Ne? Hier sind wir auf stumpfe Gewalt und dem Tode geweiht. Also ganz, ganz entspannt. Hier nochmal wichtig zu erwähnen ist das Zähne zusammenbeißen. Wir nehmen hier das Zähne zusammenbeißen mit. Denn damit ist schon mal in Kombination mit dem Koloss-Skill hier eine Menge Schaden, was wir negieren. Ja? Gut, Leute. Ich will euch nochmal im Fix zeigen, wie ihr die Talente bei euch importieren, einfügen und so weiter könnt. Ja, also passt auf, ihr habt aus der Videobeschreibung und aus den Kommentaren die Talente, kopiert die Strings, dann drückt ihr hier einfach auf Importieren, drückt hier Steuerung plus V, ne, dann könnt ihr den String hier einfügen, gebt den ganzen einen Namen und dann drückt ihr Enter. Und dann habt ihr das schon bei euch drin, die Talente. Ihr seht hier, Raid Koloss. Und dann gehen wir jetzt über hier in die Raid Single Target Rotation. Ich sag's euch, im Einzelziel verrückt. Absolut verrückt. So, dann geht's los. Ihr seht hier, jetzt kommt der tödliche Stoß. Schildspalter. Klingensturm. Jetzt kommt der nächste tödliche Stoß. Und dann kommt auch schon das Demolieren. Sagt nochmal verwunden. Demolieren. Ne? Läuft mitten in das kolossale Schmettern rein. Wir haben einen Proc auf Hinrichten, den hauen wir natürlich separat mit raus. Und ich drücke hier halt, wie gesagt, nur einen einzigen Knopf und fahre die perfekte Rotation und eine Menge Damage. Ihr müsst verstehen, mit dem Raid-Build fahrt ihr auch einen guten Burst, aber ihr seid auf lange Sicht höher in der DPS. Viel, viel höher in der DPS. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal eine Raid-AOE 45er Rotation. Das heißt, wenn wir die großen Cooldowns nicht bereit haben. Ne? Ihr müsst wissen,
Rate AOE, wir haben kein Spalten mit. Das heißt, wir machen auch nicht viel Massenschaden. Aber trotz alledem, wenn eine Situation hier ist, wo man mal überwiegend Bossschaden macht und dann aber eine Situation kommt, wo man ein kleines bisschen Massenschaden machen kann, dann kann man hier ganz, ganz entspannt und easy diese Rotation hier nehmen. Ne? Passt auf, schaut euch das an. Ohne große Cooldowns jetzt, ja? Ohne große Cooldowns. Das Stimulieren kommt. Zack. Ihr seht auch hier, ne? Der Massenschaden ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht das Beste. Weil es halt einfach ein Raid-Build ist. Was ich aber sagen muss, mit dem Mythisch-Plus-Bild, verrückter Massenschaden. Ne? Richtig genialer Massenschaden. Kennt ihr die Situation? Ihr seid mit eurer Gilde unterwegs und der Boss ist vielleicht so gerade, ne, vielleicht so 5% und ihr habt ihn noch nicht gelegt, aber ihr werdet ihn so gerne legen. Und ihr seid im Schaden immer so im unteren Drittelbereich, weil ihr vielleicht die Klasse gerade neu lernt oder erstmal wieder euch einspielen müsst. Was auch immer, gibt ja verschiedene Gründe. Ne? Stellt euch mal vor, ihr seid im Bosskampf, ihr legt los und seid direkt auf Platz 1 vom Schaden. Das Ganze könnt ihr ganz einfach erreichen, indem ihr euch hier meine Makros schnappt, den Boss uncharge, einfach nur einen einzigen Knopf drückt, euch ins Fäustchen lacht, euch auf das komplette Movement konzentrieren könnt und einfach auf Platz 1 seid im Schaden. Was meint ihr dann, wie eure Gilde guckt? Ne? Die werden sich wahrscheinlich fragen, wow, wow, wie machst du das jetzt? Und, ne? Und dann sagt ihr einfach, ja, ich habe ein Item gedroppt. Ne? Oder irgendwie sowas. Kommt, auf geht's. AOE-Rotation, wenn wir alle Cooldowns bereit haben. Zack, dann können wir jetzt hier nochmal einen Hinrichten mit raushauen. Und dann geht los. Ne? Jetzt kommt auch schon hier das Demolieren mit 8 Stacks. 8? 10 Stacks. Okay, auf geht's. Ihr seht, mit 10 Stacks. Ja, das ist ganz schön rein, ne? So. Ihr seht, ganz, ganz entspannte Rotation. Die Makros, für die in der Beschreibung und in den Kommentaren, schnappt euch die Makros. Und ich würde euch halt, wie gesagt, wenn ihr permanent Massenschadensituationen habt, unbedingt die Mythisch Plus Rotation, die Mythisch Plus Makros und die Mythisch Plus Talente ans Herz legen. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Hier findet ihr den Schlechter Guide vom Waffenkrieger. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.